Hallo, ich grüße euch zu Daily Fit für Mensch und Pferd. Mein Name ist Alex und heute geht es noch einmal um das Thema Zähneknirschen. Warum ich nochmal dieses Thema aufgegriffen habe, ist, weil es wirklich so viele Leute betrifft und weil es natürlich auch sehr viele Leute interessiert. Und deshalb, wenn dich das auch interessiert, bleibst einfach dran. Ja, neue Erkenntnisse gibt es und natürlich Aussagen. Ich habe ein bisschen recherchiert, was es auch auf sich hat. Ich habe eine gute Freundin, die hat auch ein Pferd, dessen Zähne nicht ganz lautlos durch die Halle schwirren. Aber ich bin der Meinung, dass sie da bestimmt alles tun wird dafür, dass das aufhört. Also sie hat mir dann auch erzählt, dass es auch Magenschmerzen sein können. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe natürlich ein bisschen auch nachrecherchiert. Sie sagte auch, es ist besser geworden und ich glaube da, weil es nervt. Also sie hat selber hat es auch gesagt, dass das Zähneknirschen und ich weiß, wie das ist. Ich habe auch schon öfters Pferde geritten mit Zähneknirschen und es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Generell habe ich ja im Video davor schon gesagt, es ist einfach eine Stresssituation fürs Pferd. In dem Moment, wo leer gekaut oder Zähne geknirscht wird, ist es einfach ein Unbehagen vom Pferd. Genauso wie ständiges Schweifschlagen und da merkt man schon, schiebt das Pferd nicht, sondern zieht eher den Bauch ein und schwanzelt so ein bisschen mit den Hinterbeinen hin und her, statt dass es nach vorne zieht. Daran merkt man auch, das Pferd sich einfach irgendwo nicht wohlfühlt. Entweder im Rücken oder halt dann in dem Fall im Bauchbereich. Gut, ich finde das ganz lustig, gell? Also das muss kein Pferdeexperte designt haben, so ein Pferd, weil dann wüsste er, dass das eigentlich ein Einhufe ist und keine Kuhhufe hat oder Clownhufe, wie man so schön sagt. Naja, ist egal, machen wir mal weiter. Gut, also, generell solltet ihr euer Pferd gut beobachten. Denn es kann auch sein, dass gewisse Zusammenhänge von eurer Seite sind es dann eher die Gewohnheiten, die ihr immer wieder, ihr hängt das Pferd an den gleichen Platz, wo es aber vielleicht auch schon mal Stresssituationen gab. Ihr sattelt immer gleich, ihr gurtet immer gleich, ihr macht es eigentlich alles immer gleich, was ja im Grunde genommen nicht verkehrt ist. Doch in dem Fall müsst ihr wirklich jeden Schritt beobachten, den ihr tut. Beobachtet auch mal so ein Pferd beim Putzplatz. Es gibt so Putzplätze, wo Pferde sich immer ganz gern umdrehen und in die andere Richtung schauen. Fühlt sich's da wohl, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen anderen zu wählen, dann wählt einfach mal einen anderen und schaut, wie sich's da verhält. Und wie gesagt, es gibt so Stresssituationen, die müssen nicht unbedingt von euch ausgelöst worden sein. Ich verschiebe mich mal ein bisschen da nach oben. Sondern das kann auch beim Entwurmen, bei uns zum Beispiel die Besitzer, die können das mit den Pferden gut. Aber klar, es kann auch einmal Stresssituationen gegeben haben, bei der Wurmkur geben. Das kann auch mal beim Impfen Stresssituationen. Also bei meiner Stute, das weiß ich, bei meiner Stute gab es schon mal ganz extreme Stresssituationen beim Impfen. Und das bleibt. Die wird nie wieder ganz entspannt sein. Ja? Dann, klar, wenn es sich zum Beispiel um einen Waschplatz handelt, wo ihr putzt, wo das Wasser vielleicht einmal, der Wasserschlauch irgendwie geplatzt ist und dann gab es eine Schrecksituation. Sensible Pferde und generell sind eigentlich Pferde sensibel. Kann immer dieser Platz dann für Unbehagen sorgen. Und natürlich, klar, in der Halle genauso. In der Halle gibt es Situationen,
gibt es Stellen, wo man einfach sagt, das kann schon mal so einen richtigen Stress ausgelöst haben. Oder wenn der Sattler rumprobiert hat und das Pferd blieb einfach nicht stehen und auf einmal merkt das Pferd diesen Stress auch vom Sattler. Kann auch sein, beim Röntgen, ja, vielleicht wurde mal ein Röntgenbild gemacht und es stand irgendwie in der Stallgasse und setzt sich auf den Hintern. Das ist ja alles sozusagen ein Stress für ein Pferd. Und da kann es natürlich auch sein, weil wir ja heute eher auf das Thema eingehen, wenn ein Pferd sozusagen leer kaut, ohne dass in irgendeiner Weise ein Mensch drauf sitzt. Das wollen wir ja behandeln, dieses Thema. Also darum sage ich jetzt auch, es gibt gewisse Stellen und auch von euch gewisse Gewohnheiten, die das auch auslösen können. Ja, wenn sich jetzt meine Kamera verabschiedet, dann muss ich einfach ohne weitermachen. Gut. Ja, da steht es eh schon, die Pferde, die ohne reiterliche Einwirkungen knirschen. Da hat man jetzt im Grunde genommen festgestellt, dass das natürlich auch eine Sache sein kann, die vom Magen kommt. Also ist dem Pferd wohl was auf den Magen geschlagen. Und ich habe euch hier jetzt nochmal absichtlich ein Futter hergerichtet. Hier sieht man sehr schön. Das ist verklebtes Heu. Ja, Heu, das ist kein Stroh. Das ist verklebtes Heu. Erstens mal die Farbe, seht ihr, das ist vom Grün ganz weit weg. Es ist ja eh schon alles grau durchzogen. Wenn ihr dieses Heu auseinanderzieht, dann stampft es. Und genau das soll es eben nicht sein, dass es schlechtes Futter ist, was den Magen so beunruhigt vom Pferd. Pferd ist hoffentlich jetzt auszuschließen. Aber bitte, wenn ihr sowas im Stall vorfindet, redet mit euren Stallbetreibern oder mit dem Lieferanten, der euch das Heu liefert und füttert es auf gar keinen Fall. Tutzt die Ballen auf die Seite, gebt es den Lieferanten wieder mit. Dem ist es auch zu blöd, dass er die ganze Zeit wieder Ballen mitnehmen muss, weil der möchte es ja eigentlich loswerden und gut verkaufen. Und seid da hartnäckig, weil das kann eurem Pferd nicht nur Magenschmerzen bereiten, sondern wirklich ganz starke Lungenprobleme, der Staub, der geht dann praktisch durch die Atemwege. Also, ich will nicht näher darauf eingehen, aber das kann eurem Pferd das Leben kosten, darum dürft ihr es einfach nicht dulden. Ja, da sieht man es. Meine Kamera hat sich aufgelöst. Ja, es gibt auch die Ursache Magengeschwür, leider, leider, leider. Also, wenn sich dieser Stress und auf den Magen geschlagen hat und dauert länger an, weil vielleicht in der Box auch noch Stress ist, oder nicht nur in der Box, es gibt ja so Freilaufstelle auch, muss es nicht immer sozusagen vom Futter kommen. Das Magengeschwür ist leider dann ein Dauerstress und Pferde gibt es auch mit schlechten Magen. Jo, hier haben wir die schöne Box, denn ihr werdet es dann auch beim Reiten merken. Es ist dann auch absolut verständlich, denn mit Magenschmerzen, ich glaube, da habt ihr ja keine Freude am Sport. Also das ist ein eindeutiges Zeichen, wenn das Pferd dann wirklich schon nicht vorwärts gehen will, sich nicht bewegen will, ja, sind es die auf alle Fälle Schmerzen, wo auch immer, aber der Magen wird irgendwie so gar nicht mit einbezogen. Man glaubt dann immer, irgendwas im Rücken ist es. Aber wenn es der Magen ist, dann ist es natürlich auch verständlich, wenn das Pferd dann nicht Leistung bringen möchte. Ja, da habe ich jetzt was gefunden. Und da seht ihr, das ist diese Internetseite, die sagen da Leerkauen und Zehenknirschen Symptome bei Pferden mit Magenbeschwerden. Also ein Blogartikel und den könnt ihr euch mal anschauen. Da steht es dann auch nochmal
genauer beschrieben und unter anderem auch ein Spezialfutter. Ich glaube, da gibt man kriegt ja genau, da gibt es eine Gratisprobe. Also man kann es, glaube ich, einmal guten Gewissens ausprobieren, damit man weiß, ob es dann besser wird oder nicht, bevor man da jetzt gleich mit der Magensonde reinfährt. Ja, das war's dann schon wieder. Ich lasse mal das Bild da, damit überhaupt was da ist. Von meiner Seite her war es das zum zweiten Teil. Ah ja, ich wurde ja auch gefragt, ob man ein Pferd kaufen soll, das Zähne knirscht. Ja, generell ist es jedem Pferd vergönnt, einen guten Besitzer zu haben. Das muss man eindeutig sagen. Ich für meine Begriffe sage, gerade wenn es ein gestresstes Pferd ist, wäre es sehr schön, wenn es einen ruhigen Besitzer bekommt. Andererseits ist, ihr müsst euch wirklich gut überlegen, und das sage ich euch jetzt wirklich so, dass ihr da, glaube ich, auch eine gute Entscheidung treffen könnt. Ein Pferd, das über, ich sage jetzt mal, eine Woche geknirscht hat, das wird eigentlich ein Leben lang knirschen. Wenn man das nicht sofort unterbindet, also sofort die Ursachen sucht, dann habe ich noch kein Pferd gesehen, das wieder aufgehört hat. Also müsst ihr euch gut überlegen, wenn ich jetzt so ein Pferd habe, das Zähneknirscht, dann müsst ihr mit diesem Zähneknirschen leben. Also ihr müsst sagen, okay, halte ich aus, ist ganz okay. Am schönsten wäre wahrscheinlich fürs Pferd, wenn ihr dann mit ihm viele Ausritte machen könnt, wo es wirklich entspannen kann und ihr auch entspannen könnt. Dann kann ich mir noch eher vorstellen, dass dieses Zähneknirschen beim Reiten gar nicht vorkommt. Kommen natürlich dann Unsicherheiten und von euch auch Unsicherheiten, dann kann es natürlich sein, dass auch da wieder das Zähneknirschen kurz anfängt. Beobachtet halt das Pferd, das ihr kaufen wollt, wie lang und wann es knirscht und dann könnt ihr ja selber so euch eure Meinung bilden. Ist es jetzt nur beim Reiten oder ist es auch unten oder wenn ich es irgendwo hinbringe? Wann ist es im Endeffekt? Aber wenn es natürlich sehr häufig ist, dann wisst ihr, habt ihr da ein Pferd, das meines Erachtens durch das Zähneknirschen allein schon nicht ganz stressfrei ist. Und ihr müsst entscheiden, ob ihr das wollt. Ob ihr da sagt, okay, ich habe eh keine Anforderungen mehr ans Pferd, dann stelle ich mir das super vor. Ist auch dann fürs Pferd das Beste. Wenn es jetzt zum Beispiel eindeutig vom Reiten ist, gerade wenn man dann von dem Pferd etwas abverlangt. Und auf den Turnieren, Springturnieren ist das jetzt weniger gut. Dressurturniere, ich weiß jetzt nicht, wie die Richter das so im Großen und Ganzen bewerten. Es ist natürlich nicht schön. Das Knirschen ist nicht schön, Zunge blecken ist nicht schön. Und ist natürlich für den Richter auch im Gesamtbild eine Störung und wird jetzt keine großen Abzüge geben, aber kleine auf alle Fälle. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles, alles Liebe. Schade, dass die Kamera jetzt wieder einen Geist aufgegeben hat, aber ihr wisst ja jetzt mittlerweile, wie ich ausschaue. Und wichtig war, dass das Thema sozusagen einmal nochmal neu aufgegriffen wurde, weil da ja noch Fragen offen blieben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Abo-Button da lasst, beziehungsweise auf den Abo-Button klickt, einen Daumen hoch. Könnt auch gerne mal auf meine Webseite vorbeischauen, www.delifit-mp für Mensch und Pferd.at. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Alles Liebe, eure Alex.